BVB Total im Doppelpass mit der Telekom. Das dritte und letzte Spiel im International Champions Cup 2018 wartet auf den BVB. Benfica Lissabon, der Gegner in Pittsburgh, einer durchaus schwarz-gelben Stadt, denn sowohl die Pittsburgh Steelers in der NFL als auch die Pittsburgh Penguins in der NHL spielen in den Farben des BVB, also kein schlechtes Omen im Vorfeld. Die Mannschaft von Lucien Favre hatte sich ja zuletzt gut präsentiert, sowohl gegen City als auch gegen Liverpool gewonnen und war von Beginn an tonangebend die 15. Spielminute Maximilian Philipp mit dem ersten Warnschuss in Richtung des Vorjahreszweiten aus Portugal. Es war durchaus zu erkennen, was für einen Fußball Favre spielen lassen möchte in der kommenden Saison. Natürlich waren noch nicht alle Feinheiten perfekt abgestimmt. Aber teilweise brillierte die Mannschaft. So wie hier Brünn Larsen. Wunderbar gespielt. Götze, Brünn Larsen und dann Philipp. Was für ein herrlicher Treffer. Das 1:0. Keine 20 Minuten absolviert. Ein Tor, das jetzt schon für den Saisonrückblick wirkt. Perfektes Verständnis in der Mannschaft. Wunderbar die Laufwege. Natürlich war ein bisschen Glück mit dabei, dass der erste Pass von Brünn Larsen die Beine des Gegenspielers fand. Aber geschenkt, der Treffer war wunderbar rausgespielt. Und die Mannschaft nur eine Minute später mit ihrer nächsten Offensivaktion von hinten raus. Und dann ging es meistens ganz schnell nach vorne. Dahoud. Spiel verlagert auf Götze. Götze! Philipp! Und der Ball im Tor! Benfica reklamierte, aber die Schiedsrichter gaben den Treffer und das war korrekt. Maximilian Philipp also mit dem Doppelpack. Klasse gesehen von Götze, nicht gut verteidigt von der Hintermannschaft der Lissabonner. Und Philipp lässt sich so eine Situation dann eben auch aus so einer Position nicht entgehen. 2:0 für den BVB. Was machte Benfica? Sie wurden immer dann gefährlich, wenn sie den BVB hoch attackierten, so wie in dieser Szene. Hitz, da war ihm der Ball dann ein bisschen weggesprungen. Pizzi mit dem direkten Versuch, aber zum Glück dann doch noch geklärt. Es war die beste Chance von Benfica im ersten Durchgang. Ansonsten war der BVB die spielerisch bessere Mannschaft, Pulisic. Hat ja richtig gut gespielt gegen Liverpool, als er an allen drei Toren direkt beteiligt war. Hier legt er den mal rüber auf Brünn Larsen. Viel hat nicht gefehlt, um das 3:0 zu erzielen. Das hätte dann schon fast einer Vorentscheidung gleich gewirkt. So blieb es aber beim 2:0 Halbzeitstand. Es wurde dann sowohl in der Halbzeitpause als auch im gesamten zweiten Durchgang, wie es sich für ein solches Testspiel ja fast schon gehört, munter durchgewechselt. Benfica mit der ersten guten Möglichkeit, dann im zweiten Durchgang. Und auf einmal stand es nur noch 1:2. 51. Minute, André Almeida, freigespielt worden von Pizzi. Da war für Hitz aus dieser Position kaum was zu machen. Toprak, Stück zu weit weg von Almeida. Und insgesamt war Benfica nun sicherlich auch bedingt durch die vielen Wechsel etwas besser drin in der Partie. Nächste Angriffsmöglichkeit für die Portugiesen. Schuss von Alfa. Holt sich dann den Rebound und besorgt auf einmal das 2:2. Ausgleich. Das hatte das Spiel so nicht unbedingt hergegeben. Etwas glücklich auch dieser Treffer. Ähnliche Position wie beim ersten Gegentor. Für Hitz wieder nichts zu machen. Vorbei war die Partie damit noch lange nicht. Der BVB in der 88. Minute von hinten heraus und mit gutem Auge auf Sancho. Sancho suchte immer wieder Dribblings und auch Abschlüsse, so wie hier. Leider fehlten ihm rund anderthalb Meter zum 3:2. Und da es beim International Champions Cup kein Unentschieden gibt, stand Elfmeterschießen an. Ersten Schützen hatten getroffen, Sergio Gomez. Dann aber leider gegen den Pfosten.
Benfica also mit einem kleinen Vorteil, insbesondere eben auch, weil der BVB begonnen hatte. Benfica vertraute in Folge auf Andreas Samaris. Samaris gegen Hitz. Und klar hörbar, das Stadion hielt mehrheitlich mit Schwarz-Gelb. Der Ball an die Latte gegangen. Auf einmal war wieder alles offen in diesem Elfmeterschießen. Dann aber der nächste Spieler für den BVB, Alexander Isak. Isak verschoss. Zwila parierte. War weit aus seinem Tor gesprungen. Trotzdem wurde der Elfmeter nicht wiederholt. Hätte man möglicherweise machen können. Verletzte sich leicht an der Schulter. Und konnte aber am Ende mit schmerzverzerrtem Gesicht diesen Elfmeter beobachten. Eduardo Salvio gegen Hitz. Salvio ließ sich das nicht entgehen. Traf also zum Endstand. Benfica konnte dieses Elfmeterschießen gewinnen. Der BVB bekam trotzdem einen Punkt. Das geben die Regularien beim ICC so her. Und hat damit nach 3 Spielen 7 Punkte geholt. Was für eine Platzierung das bedeutet, werden wir aber erst Ende August sehen, wenn der International Champions Cup dann vorbei ist. Der BVB hat sich trotzdem in den 3 Spielen gut geschlagen. Und man kann wieder mit gutem Gefühl zurück nach Deutschland fliegen.